Willkommen zurück, beziehungsweise sagen wir mal zur ersten Folge in diesem Let's Play. Das andere war ja, soll ich sagen, gerade mal Fun-Ding. Und wir mit unserem jaulenden Torhüter, wo wir sogar diesmal die Soundeffekte drin haben, wenn ihr so hört. Weiß ich ja nicht so. So, ja, du, ja, was? Nur die Creme da Creme. Gehen wir mal zu. Kurztrainingslager. Zwischen Heidenheim und Gladbach kann man auch nochmal. Und so. Noch 3 Tage weg. Trainingslager für 3 Tage. Wann das? Ja. Habe ich auch einen privaten Speicher, da ist es dann schön kühl. Und da leidet die Ausdauer nicht so. So, die Saisoneröffnung dürfte irgendwo auch schon geplant sein. Nö. Doch, da. Doch, okay, hat doof. Es hat auch gerade ruckelt. Jetzt ist hoffentlich gleich besser. So, Fenster wieder zugedreht. Ach, ich hab grad schon gedacht, ey. Oh, Dortmund verpflichtet sich auch gut. Naja, Bayern auch. Mach Gucki mal, was so weiterläuft. Nee, ich hab auch. Ich hasse Lags. Fans haben wieder Zutritt an. Neues Sponsorangebot, ja. Trainings, ach komm, machen wir mal hier. Heute, dann kann man mal hier die Nachrichten lesen. Lex gehen mir gerade auf den Sack. Von Banken. Bitte. Schon keine ordentliche Summe. Haben wir Pech. Immerhin haben wir. Erst eine ordentliche Summe. Summe zahlen. So, Team. Wer mit der zweiten Mannschaft nicht absteigt? Ach so, oh. Oh. Stimmt, habe ich euch hochgeholt. Okay, Kuba auch. Jo. Schürrle nach da. Kießling nach da. Zieler dahin und sogar ins Tor mit ihm. Kießling für Schieber. Auch wenn Schieber geliehen ist, oder? Der ist, ja, geliehen. Schürrle. So. Und rechts. Immer eine Gruppe. Dann mache ich immer. Ach ja, da habe ich schon was gespeichert. Zweite Mannschaft. Alles genau. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, Kuba sitzt sich da zurück. Und da verpflichte ich mal noch 2 Jungs. Von diesen blauen, ekelhaften, nee, roten, ekelhaften Dingern. Da verpflichte ich mal 2. Und zwar die 2, wo hier direkt mal oben stehen. Wir haben's ja, Kuba. Ach ja, ach ja. Kein Geld, wie geht die Welt? Am Arsch! Am Arsch!
Hallo, ich will den. Er hat hier mir nichts zu sagen. Ach, Mann, ey. Ja, dann wird er halt für die zweite noch verpflichtet. Lidum, wir haben sehr ja, das Geld. So. Okay. Dann noch mal ein bisschen auf den Transfermarkt umgucken. Nö. Spielersuche. Was kann man bieten? Zwischen 80, maximal bis 99 hoch. Ja, Nationalität alle. Wir wollen ja keinen Ausgrenzer. Naja. Leck. Sorry, nur noch Stärke wird. Okay, die ersten paar sollte man nicht nehmen. Hier, Cassius. Wayne Rooney. Den kann man doch mal noch für die zweite holen. Ja, ich sagte für die zweite. Der kostet Geld. Agüero. Das wäre eine Idee. Aber nö. Ribéry, ja. Okay, er steht sogar auf Transferliste mittlerweile. Robben. Dann mache ich mal. Geht's da noch an? Leck! Ja, nur reale Transfers. Hallo Katz, geh mal da runter. Falcao. Man weiß ja nie, für was man braucht. Ich zahle lieber die Feste. Günstiger. Dzeko, ja, Dzeko. Dzeko und Özil. Feste Ablöse. Günstiger. So, Özil noch holen und ja. Weil Özil habe ich immer bisher hingekriegt, der kriegt so einen Schub. Das glaubt ihr gar nicht. Kategorie angenommen, ja. Wie immer, einfach mal so machen und weiterlaufen lassen. Dann würde ich so nicht angeschrieben, aber oh, wer meldet sich als erstes zurück? Oh mein Gott. Die müssen ein unglaublich hohes Angebot erfüllen. Alter! Am Arsch? Ja, das ist schon eher. Er wird einige Male spielen. Ich wollte ihn eigentlich für die zweite holen. Nee. Mal hier. Tö, Abschied. Okay. Option für Spieler, kriegt er sogar 2 Jahre. Jährliche Erhöhung. Ja, höchstbezahlter Spieler. Nee, das ist Ronaldo. Kann er sagen, was er will. Das ist Ronaldo. 5 Millionen. 5 Millionen. Aufläufprämie 50.000. Kriegst du Meisterprämie. Ligaspielbonus 5 Millionen. Ja. 20 Spiele? Ja, kommt hin. Ein Spiel. Können wir zwar lange im Moment darauf warten, weil wir nicht im Wettbewerb aktiv sind, aber ja. Anzahl am nächsten Verkauf 10%. Und jetzt probieren wir mal. Hey! Okay. Moment, 5 Jahre, oha. Ein Jahr, Moment, wenn ich. Ja.
Okay. Oh. Oh. Nur wir lassen sich das mal anhören. Okay. Nur wir da einige Male spielen. Jego. Jego. Oh, Arsch! Ich spiele nicht als Ergänzungsspieler sogar. Mann, Geld. Kriegst du Kohle? Nö. Dann hier noch hinzufügen. Meisterprämie. Auflaufprämie. Auflauf. Feste Ablöse. Nö. Feste Ablöse. Auslandsangebot. Bei Abstieg 150%. Oh, kein Fall. Dann müsste er sofort gehen. So, für Spieler 2 Jahre. Automatische Verlängerung. Ja. Oh, Arsch. Aha. Jährliche Erhöhung. Am Arsch ist bezahlter Spieler. 5%. Man muss ja immer den Schlimmsten rechnen. Und dann gehen wir an den Zweijahresvertrag. Dann. Oh mein Gott. Ich glaube, das will er nicht. Okay, es erkennt sich nicht wieder. Ach, die Scheiße. Ist weg. Kohle? Die war nass. Und jetzt. Oh! Oh mein Gott! Er würde sogar kommen. Kein Problem. Schweinsteiger. Wer verstehe sich damit nicht zufrieden gibt. Dann die Angel ist sowas von klar. Ne. So, 2 Jahre. Ah, wieder langsamer. Alter. Alter, warte mal, wenn ich richtig. Damit ist er nicht mal hundertprozentig zufrieden. Das sind wir richtig spielen nach. Ja, er wird einige Male spielen. Özil. Auf jeden. Der wird in der Regel spielen. Mit einem fetten Budget. Mit einem richtig fetten Budget. Ja? Oha, okay. Nö. Nö. Ja, komm. Ergänzungsspieler kommt man immer sagen. Oh, Falcao. Jetzt kommt's. Oh, das finde ich sogar sehr fair. Moment, mal so. Und so. Und so. Ach, wie schön. Das macht sich sogar so schön. Perfekt. So. Mal gucken, wir so alle. Alter. Wir sprechen mit Jaco. Ja. Ah, okay. Was ist das für ein hässliches Logo? Mama. Alter, Vater. Entschuldigung, ich muss so kurz was trinken. Scheiße. Dann können wir uns über den Stadion vorstellen. Höchster Form gewinnen werden. Oh, Brami. Ach du Scheiße, das geht!
Harry und Jay. Ah. So lange sind wir noch nicht zusammen. Ich muss mal kurz pausieren.